irgendwie anders. Aber ich selber, ich gehe zwar gerne stundenlang irgendwie in den Bergen rum, aber ich stehe so gerne stundenlang. Naja, so ist das, das noch zur Erklärung. Und jetzt, Susanne, du hast das gerade angesprochen, wie viel Zeit gibst du uns denn? Also ich meine, wir haben uns jetzt den Nachmittag freigenommen. Achso, gut. Also Ende offen oder wenn wir merken, dass wir nichts mehr, uns nichts mehr einfällt, uns gegenseitig diese Frage oder zu sagen, dann lassen wir es dann ausplätschern. Und wenn wir merken, dass unser Publikum jetzt unruhig wird oder so abschleicht, ja, oder vom Wein wohl nicht zurückkommt, dann können wir es auch ausplätschern. Das ist super. Und ich dachte, Paul, ich meine, das ist jetzt hier eine fantastische Gelegenheit natürlich, dass wir jetzt mit dir direkt sprechen können. Und ich sehe es auch voraus, dass einige von dir aus unserem Publikum jetzt Dinge gern wissen möchten, die zu Fragen mir nicht einfallen. Und das sollte dann bitte auch wirklich tun. Das ist eine tolle Gelegenheit, dass du hier bist und dass du auch bereit bist zu sprechen zu deinem Arbeiten. Und ich dachte jetzt, wenn wir nun mal diese Gelegenheit haben, dann fangen wir auch wirklich vorne an und machen das tief schürfen und tief greifen. Und insofern ist meine erste Frage, und ich in Klammern, so fängt auch Hans-Ulrich Oberes mit seiner Interviews an. Fangen wir beim Anfang an. Wie war das überhaupt? Wie hast du überhaupt angefangen, Kunst zu machen? Und wann das war? Was kannst du uns davon vielleicht etwas erzählen? Das war, also wann und wie kam das und toll. Bist du einer von denen, die schon als Kind immer gezeichnet haben? Ja, so, ja. Das habe ich glaube ich auch schon oft erzählt. Also meine Mutter ist Maler. Aha. Und dann ist es studiert, ist dann 1990 mit meinem Vater nach Deutschland gegangen. Ich war da 4 und das Zeichnen, ja klar, also man hat als Kind gezeichnet. Meine Mutter hat dann irgendwann mal angefangen, in einer Volkshochschule so Malkurse für Erwachsene und Kinder zu machen. Und hat mich dann auch immer hingeschickt, was ich nicht mochte eigentlich. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, wo das ein bisschen wie verloren war für mich. Also ich habe mich für Kunst interessiert oder wir sind oft ins Museum gegangen. Aber jetzt auch nicht, also wir haben nicht explizit Reisen gemacht, um bestimmte Ausstellungen zu sehen, aber immer wenn wir auf Reisen waren, und dann gab es eine Schulzeit bei ihm, ich weiß nicht, dann irgendwann mal hat sich das entwickelt. Ich habe eine Frau kennengelernt, habe damals noch Archäologie und Kunstgeschichte studiert, also es gab ein Interesse. Also du hast nicht direkt, nee. Das war nicht direkt klar, ich möchte oder ich muss jetzt Kunst studieren, das nicht. Überhaupt nicht. Und dann, aber es gab tatsächlich so einen Moment, wo ich mir das Gefühl hatte, mit Anfang 20, dass es tatsächlich etwas gibt, was man möchte. Dass ich mir das nicht anders vorstellen kann, anders funktionieren oder irgendwie anders ein Teil zu sein. Mhm. Ja. Und dann fing es an, also dann habe ich viele Dinge ausprobiert, die ich noch so aus der Kindheit kannte. Ich hatte natürlich irgendwie eine Vorstellung, was so Bilder sein können oder wie Bilder funktionieren könnten, die natürlich nichts damit zu tun hat, was man jetzt hier sieht. Mhm. Es gab so einen Wunsch, etwas, ja, zu greifen, zu haben. Und dann hast du ja dir dein Studium aufgegeben, Archäologie aufgegeben und bist an der Kunstakademie geworden. Und genau, dann hat es direkt funktioniert. Also ich hatte auch immer diese Mappe oder Zeichnung oder viel gemacht. Es war was sehr Kindisches, wenn ich das eigentlich. Aber es hat funktioniert. Tatsächlich. Und dann kam ich in die Kunstakademie und in der Kunstakademie war es auch interessant, weil man festgestellt hat, dass es so viele Leute, die Unterschiedliches machen und irgendwie so eine gute Energie eigentlich in unserer Kunstakademie. Dann gab es einen neuen Professor, Katharina Gusten, die ganz neu in Düsseldorf war. Und es gab halt eben keine Klasse in dem Sinne, also keine Vorstellung, wie so eine Klasse zu sein hat, sondern es gab erstmal einen Freiraum. Bei Katharina. Genau. Mhm. Und du bist im Gehäuser zu der ganzen ersten Generation, mit der sie dann ihrerseits auch. Also du hast angefangen und sie hat auch angefangen. Genau so war das. Ja. Aha. Ja, und dann habe ich die Dinge angefangen, die Hände zu nehmen. Also irgendwie nicht mehr diese Übersetzung des Pinsels oder des Bleistifts, sondern die Dinge direkt in die
du hast eben gerade gesagt, ohne das jetzt speziell zu betonen, dass du mit Bildern zu tun gehabt hast, auch als Jugendlicher. Ja, das also geht schon. Also das ist ja auch, das ist jedenfalls, wie soll ich sagen, die Idee, der Anfang oder die Grundlage, die Bilder. Oder? Ja, genau, also ja. Bilder. Also es war so, dass meine Mutter in der Wohnung immer eine Ecke hatte, in der sie gemalt hat. Ja. In der dieses Terpentin rumstand, dieser Knochen lang gekocht wurde. Und das habe ich gehasst. Das war. Aber es war halt noch nicht da. Also es war so seltsam. Aha. Und es war gar nicht so eine Bastelecke. Es war tatsächlich irgendwie, das war ihre Arbeit, ihre Leidenschaft, auch irgendwie vielleicht auch der größte Schmerz in dem Zeitpunkt, weil zu merken, dass man eben in ein fremdes Land kommt, keinen Anschluss findet, die Arbeit immer, also wie so eine Pflanze austritt dort, und dann fast wie verschwindet. Das war schon irgendwie, das war das Intensivste, glaube ich. Also jetzt nicht irgendwie Matisse oder irgendwas. Und dann auch diese, sagen wir mal, die existenzielle Dimension dabei. Das scheint so schwer. Also überschaubar in dem Sinne, dass es eben eine kleine Ecke war, dass kein Publikum ist. Und ein schwieriges Entscheiden ist ja da. Also deine sozusagen Einführung in die Kunst, ins Kunstmachen, kann man das sagen, oder wäre das jetzt übertrieben, dass das mit solchen Schmerzen auch verbunden ist? Ja, das ist ja, ich weiß, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so sagen, ob ich das so sage. Ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich ist da, das spielt anscheinend eine Rolle. Aha. Ich hole das nicht so gerne mal wieder raus, weil es irgendwie auch so ein bisschen ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon irgendwo auf dem Weg irgendwo hin. Ja. Das ist schon tatsächlich schon weiter weg als das, was ich hier sehe. Vielleicht noch eine Frage zu den früheren Dingen und dann kommen wir zu den Dingen hier. Ja. Katharina Grosse, was hat das für dich bedeutet, bei ihr zu studieren und was hat auch ihre, sagen wir, künstlerische Konzeption für dich bedeutet? Ja, also wie gesagt, also in Düsseldorf gibt es diese Kunstakademie, die auch irgendwie immer für mich so ein Begriff war. Und bist du, Entschuldigung, wo bist du aufgewachsen? In Bonn. In Bonn, also dann bin ich das aber auch geografisch in der Nähe. Ja, ja. Man ist auch als Kind mit den Eltern an zum Wohnheim gefahren. Ach, sogar. Okay. Und was soll ich jetzt gerade sagen? Ich habe gefragt, was hat es für dich bedeutet bei Katharina? Ja, also, genau, es war dieser Moment, das ist so eine Art Umbruchphase. Ja. Und wenn man irgendwie jung ist und gerade was anfängt, dann will man schnell irgendwie eine Art Gruppe bilden mit Freunden. Es gab bereits an die Studenten, oder man hatte so einen Eindruck, wie so dieses Studentenleben in der Kunstakademie ausschauen mag. Man will da irgendwie eine Gegenposition. Okay. Das ist eine Form des Dialogs. Und dadurch, dass es eben keine Klasse gab, gab es einfach diese riesen Möglichkeit, selber irgendwas zu machen und den Raum zu nutzen und bei Null anzufangen. Weil es gab eben auch niemanden, es gab nicht den Tutor oder den älteren Studenten. Dem du dich jetzt großartig auseinandersetzen musst. Das war wie so ein Spielfeld und sie hat, was klasse war, sie hat einen so ein Vertrauen gegeben. Also der Deal war eigentlich, dass sie gesagt haben, alles was in dieser Klasse jetzt passiert in den ersten paar, zwei Semestern oder im ersten Semester, bleibt in der Klasse. Natürlich funktioniert das dann nach Zeit oder nicht, es bilden sich dann auch wieder Gruppen und Banden und so ein Akademiealltag ist ja auch irgendwie, ist ja schon seltsam, dass viele anfangen dann aufhören. Es ist immer so eine Art so ein Filtersache. Was sehr brutal ist auch. Das merkt man dann nach einer Zeit. Also diese Magie eigentlich der ersten Wochen war dann immer natürlich auch wieder weg. Für mich war es wichtig, weil ich unabhängig von den Dingen, die ich vorher gemacht habe, die Chance gesehen habe, ja, zielgerichtet anzufangen. Okay. Und hast du das sozusagen als Einzelgänger gemacht? Also, oder eher mit anderen zusammen? Was hattest du jetzt? Ja,
Studenten, mit denen ich zusammen angefangen habe, die dann aber in andere Klassen gekommen sind. Also, ja. Also doch ein eigenes, kein nicht jetzt mehr eine Arbeit entwickelt in der Gruppe oder als Gruppenpraxis, sondern als eine individuelle Praxis. Mhm. Und die künstlerische Konzeption von Katharina Koster selber, hat die für dich eine Rolle gespielt? Ja, oder das war dann, also irgendwann muss ich ja eine Rolle spielen. Ja, das kann ich tatsächlich schon vorher noch aus dem Kunst gesehen worden. Ah ja, ja. Und was gut war, die Art und Weise, wie sie unterrichtet hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war wirklich sie hat Dinge, das sehe ich auch immer wieder in der Arbeit, oder sah ich früher vielleicht stärker als jetzt gerade, dass sie bereit ist, halt Dinge auseinanderzunehmen, neu zu ordnen oder vielleicht auch Dinge auf den Grund zu gehen. Und wirklich auch, ja, oder Gedanken auch so weit auszuformulieren. Also, das ist ja doch, das ist ja das Tolle, dass man so eine Art Schritt noch macht. Ne? Diese Möglichkeit, dass das wirklich gibt, diesen Medienbereich. Wobei, bei der Arbeit von Katharina Koster ist es, glaube ich, vielleicht sogar zentral oder fundamental, dass sie das Bildformat überschreitet, dass sie die Begrenzung des Bildformates nicht anerkennt. Ich habe das mal dann auch als Vandalismus bezeichnet, dass sie also ohne Rücksicht auf kategoriale Vorgaben, also dieses ist ein Bild, dieses hier ist das Feld der Kunst, mit ihrer Malerei rübergeht, oder? Ja. Und jetzt, wenn man deine Arbeiten anschaut, ja, zum Beispiel diese Ausstellung hier anschaut, dann scheint es ja so, als dass es gerade eine Entscheidung sogar zu geben, innerhalb dieses Rechtecks oder des Quadrats, des Rechtecks, ja, des Bildes zu bleiben. Also ist das irgendwie, ja, das eine direkte Auseinandersetzung? Ja, das ist eine Auseinandersetzung. Es war, also ich wollte einfach nicht irgendwie da ansetzen, wo sie irgendwie ist gerade, sondern ich wollte einfach schauen, wie wäre das für mich jetzt vom, im Prinzip, also dieses Arbeiten ja neu zu denken, also herauszufinden. Es hätte jetzt wenig Sinn gemacht, für mich da anzufinden. Bei ihr. Ich fand es eher wirklich interessant, so in die Tiefe zu gehen. Also gerade eben setzt die Bewegung, genau. Ausatmen, einatmen. Ja, genau. Aha. Und eben nicht, also ich meine, sie war ja in einem gewissen Moment eine Begleiterin. Ich sitze jetzt nicht auf dem Schoß. Das will ich auch gar nicht, aber naja, es ist vielleicht eher so eine Form der Radikalität, die ich habe. Ja. Und sowas nutzt sich auch in der Zeit, glaube ich. Und das muss man auch irgendwann mal denken. Also ich hatte das Gefühl damals, dass das in diesem Kontext der Klasse eine Form der Realität sein könnte, so zu arbeiten. Ja. Und du hast gesagt, für dich sei es eine Vorstellung gewesen, neu anzusetzen. Wo hast du da angesetzt? Ist das möglich, dass du sagen kannst, was ist der Punkt, wo? Welches ist das Feld oder die Realität, bei der du neu ansetzen konntest, um die Dinge dann, wie du gesagt hast, anders zu ordnen? Ja, ich habe irgendwie nach einer Zeit festgestellt, dass man vielleicht in der Malerei Dinge macht, die dann wie so eine Watte funktionieren, dass man immer mehr irgendwie was tut und man kommt so weit von diesem Ruhe.
beschäftigt hast und aktiv geworden bist, bei den Materialien, die für Malerei zur Verfügung stehen, bevor eigentlich Malerei gebraucht oder was geläufig als Malerei bezeichnet wird, bevor das überhaupt realisiert wird. Ich bin das recht verstanden. Ja. Aber Malerei scheint der Rahmen zu sein, innerhalb dessen du auch angefangen hast. Ja, aber dann durch diese neue Erkenntnis oder diese Glücksgefühl über den Entdecken und neuen Dingen taucht dann immer auf die andere Fragen auf, die natürlich was mit der Malerei zu tun haben oder innerhalb der Malerei diskutiert werden können. Aber auch sehr viel halt eben mit so ganz alltäglichen Erfahrungen zu tun haben. Also ich meine, auch das Bild über die Malerei ist eine alltägliche Erfahrung. Das heißt, ja, das ist schwierig für mich jetzt. Ja, ich weiß, also, das ist schon recht gut nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal einige von den Malereien selber anschauen und darüber reden. Und vielleicht wird es dann noch deutlicher, was damit eigentlich gemeint ist. Auch dass Malerei für dich zu tun hat. Zumindest auch mit alltäglicher Erfahrung. Ja. Du arbeitest. Und das wird auch in dieser Ausstellung, glaube ich, deutlich. Du arbeitest eigentlich immer in Serien. Ist ja, das richtig? Genau. Serien, Gruppen oder Serien, wo es eine bestimmte Regel gibt. Ein Regelwerk, eine Art Arbeitsanweisung, der man dann folgt und wo eine Serie von vergleichbaren Arbeiten entstehen, die alle diesem Vorgang des Regelwerkes entsprechen. Stimmt das so? Ist das so? Ja, es gibt eine Erfahrung in dieser Arbeit und die nimmt mich dann eben mit finanziell. Und die begleitet mich auch sehr lange und ich bleibe auch lange in diesem Seriellen drin. Also auch das war eben ein toller Moment festzustellen, dass das Bild oder Kommunikat-Ding in diesem seriellen Bereich, aber nicht verliert. Das war das Spannungsfeld, das der seriellen Druck im Prinzip. Ja, doch, das kann man so sagen. Und was bedeutet das für dich, seriell zu arbeiten und eben nicht in Form oder in Gruppen zu arbeiten und eben nicht Unikate zu machen? Also, idealerweise mit jedem neuen Werk einen neuen Ansatz zu finden oder ein neues, von mir aus, Risiko einzugehen, einen neuen Zusammenhang zu bilden. Was bedeutet das für dich, das alles eben nicht zu tun, das auszuschließen und eine Arbeit nach der anderen entsprechend den gleichbleibenden Handlungsanweisungen herzustellen? Ja, das hat auch wieder so eine Form der Beobachtung, also dass man lange darauf dran bleibt und dadurch die Chance bekommt, das kennenzulernen. Das wandelt sich natürlich auch dann in der Zeit. Der Startpunkt der Arbeit ist nach 2-3 Jahren, also der Ausgang verschiebt sich natürlich dann wieder. Und in so einer, ist ja auch so, da haben wir auch schon mit dem Studio gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass man sehr befreit hat, war einfach nicht das Gefühl zu haben, dass man alles in so eine Arbeit packen muss. In einem der Arbeiten. Das kann man ja. Das war ein Aspekt, der dann auch so in Erscheinung tritt. Und all die Zweifel und Fragen, die dann auch verbunden sind, die versuche ich dann in der anderen Arbeit auch in anderen Gruppen zu beantworten. In anderen Gruppen oder in anderen Exemplaren der gleichen? In der anderen Gruppen. In einer anderen Gruppe. Ja. Wobei es natürlich auch innerhalb dieser Serie noch immer die Frequenz, den Ton, ist lauter, werden nicht offener, geschlossener. Also das ist schon noch. Ja, ich habe das jetzt bemerkt, dass du mich mehrfach korrigiert hast und irgendwie nicht den Begriff der Serie benutzen möchtest, sondern der Gruppe sagst. Und das hat ja wahrscheinlich auch seinen Sinn. Es gibt ja ein Paradigma von serieller Kunst, wo das Gleiche jeweils gemacht wird und da gibt es dazu auch Programm sozusagen, wo es
zwei Bilder zu sehen, die der gleichen Gruppe angehören. Und dann nochmal drei, die der gleichen Gruppe angehören. Und so. Heißt solche Ausstellung jetzt, dass du eigentlich erwartest, dass dein Publikum jedes Bild einzeln anschaut? Geht der Gedanke damit um, dass es sich lohnt, jedes dieser Bilder für sich anzuschauen, dann möglicherweise Unterschiede oder eben vielleicht auch im Minimalbereich eigentümliche visuelle Erfahrungen zu machen? Oder wie verstehst du das jetzt, wenn wir mehrere Exemplare aus der gleichen Gruppe ausgestellt sind? Ja, das würde ich mir wünschen, dass man das eben diese Abweichung gibt oder ja, dass sie doch speziell sind. Und das interessiert dich auch, wenn du jeweils noch ein weiteres und was ja gerade ausgeschlossen ist im Zusammenhang von harter serieller Produktion, wie das ja nicht ja, also ist, sein kann. Es gibt eben halt da so eine Art Übersetzungsfehler, glaube ich. Mhm. Auch von Werk zu Werk. Also der Serielle, würde ich sagen, das sind dann eher seine seriellen Arbeiten. Ja, das ist eher eine Handlung, die wiederholt wird. Mhm. Es ist nicht so sehr, dass das Motiv wiederholt wird. Das taucht natürlich immer wieder auf. Mhm. Es wird eigentlich immer wieder eine Handlung wiederholt, oft. Und innerhalb dieser Wiederholung ist eben Verschiebung oder Fehler oder Distanzen, die natürlich auch immer wieder anders berührt werden. Also eben auch ähnliche Art und Weise. Eben nicht identisch sind. Mhm. Also nicht Identität erwartest du, scheint mir unter der Vorgabe einer Regel, und nicht Identität ist nicht ein, wie soll ich sagen, ist nicht der große Anspruch, sondern es ist eher ein Effekt, scheint mir, der zustande kommt, dadurch, dass man genau eine Sache noch einmal macht. Gleichheit lässt sich sowieso nur feststellen, wenn es Differenz gibt, sonst fällt es ja, gerade ineinander. Das war aber auch, ich meine, das ist auch ein Teil des Spiels für mich gewesen, eben in so einer Form anders zu sein als vielleicht sonst in, so im privaten oder eben. Es ist ja auch der Reiz an sich, diesen Dingen wirklich zu widmen und bei dem zu bleiben, wirklich ist auch ernsthafter zu betreiben. Es ist ein Spiel irgendwie. Das ist eine tolle Möglichkeit, das mal zu erfahren. Einfach nur mal so als Gegenprobe gewissermaßen, gibt es auch Serie oder Gruppen oder eine Werkidee, wo du angefangen hast und dann gemerkt hast, vielleicht, dass das doch nicht das aushält, dass es so weitergeht und dass mehr Arbeiten entsprechend dieser Regel gemacht werden? Oder haben die alle funktioniert bei dir? Nee, das gab es auch. Bands zum Beispiel, die ich so verrückt dagegen die Wände geschmissen habe, mit Farbenpunkt. Ja. Und natürlich war ich dann fasziniert an der Fuku, also der Übersetzung irgendwie. Und dann bei zwei und dreimal aufgetischt war, ist auf dieser Ökonomie irgendwie des Abdrucks dann dein Buch. Aber es sind erste Spielereien. Also, aber es gibt natürlich immer wieder Dinge, die nicht funktionieren. Es ist auch nicht so, dass Studio sitze und dann so ein Baukasten habe und weil das zusammengesetzt wird, das funktioniert dann. Das ist so, auch vielleicht in dieser aktuellen Gruppe von diesen Flashouts, gibt es eben gerade nur so Momente, wo es immer wieder nicht funktioniert. Und davon, also das ist auch der Reiz, das ist genau das Gegenteil eigentlich als vielleicht bei diesem Ding. Da sprechen wir jetzt ein bisschen über die Arbeit, die auch effektiv in der Ausstellung sind. Vielleicht, dass wir gleich anfangen mit den Arbeiten, die zu dieser Gruppe gehören. Ich habe das immer ein bisschen Schwierigkeiten mit deinen Titeln. Das ist jetzt oder das ist anders, ohne Titel, genau. Wie funktionieren die? Wie sind die Reihen, wenn ich das frage?
genau, da können wir vielleicht selber herausfinden, das ein bisschen abzukürzen. Könntest du vielleicht das beschreiben, wie technisch sozusagen gemacht werden, diese Bilder, diese beiden Tafeln, diese beiden Formate aus der nicht betitelten Serie oder Gruppe, wo es aber auch natürlich viele Anliegen gibt, auch in anderen Formaten im Übrigen. Ja, genau. Das. Wobei das Format mich jetzt schon länger auch geklärt. Also ich würde es jetzt gar nicht mit der Technik sagen wollen. Also es ist so, die Leinwände sind koloriert, es sind weiß und die Leinwände. Und ich lege einen unbehandelten Stoff, also der nahezu identisch ist, über diese Leinwände. Und gehe mit Acrylfarbe oder tränke oder behandle diese Leinwand so, dass diese Farbe in der Zeit wie so eine Reise antritt durch die Leinwand und sich da auf dieser weißen Fläche niederschlägt. Ich würde sagen, ich male durch die Leinwand, ich würde jetzt nicht sagen, ich drucke oder ich sprühe. Das ist jetzt vielleicht. Also, nicht das wäre. Das wäre vielleicht. Wär vielleicht das wär aber wäre das, wär das ein Unterschied jetzt? Oder? Wahrscheinlich nicht. Ja und nein. Ja, vielleicht, also tatsächlich, ich versuche die Frage hochzuhalten und ich werde die gerne dann von meiner Position aus beantworten. Ich kann es Ihnen dann was sagen. Also am Anfang, als ich damit angefangen habe, ich weiß nicht, war es mir total wichtig zu sagen, dass es gemalt durchgemalt. Ich wollte nicht sagen durchgedrückt oder durchgespült, weil ich das Gefühl hatte, es öffnet direkt irgendwie das bildet wieder diesen Kasten, den ich nicht mag. Okay. Dieses, sprühen ist, psch, oder irgendwie sowas, oder drücken ist. Natürlich arbeite ich mit einem Acryllack, der gesprüht wird letztendlich. Weil ich aber der ist gemacht dafür, dass er gesprüht wird. Genau. Und du behandelst Dinge, verwendest Dinge. Es gibt einen gewissen Druck, den die Farbe dann braucht, um durch die Leinwand zu kommen. Ja. Und das Interessante, warum ich das jetzt sage und vielleicht vor 3-4 Jahren nicht gesagt habe, für mich war es jetzt faszinierend festzustellen, dass ich diese Leinwand nicht berühre, also dass ich denen eigentlich nicht nahe komme, so eine Distanz zwischen mir und diesen Arbeit. Ich male also im Prinzip durch ein Gewebe, sehe nicht, wo der Niederschlag, wann dieser Niederschlag stattfindet und verlasse mich im Prinzip auf dieses Material. Also ich brauche nicht, ich brauche keinen Duktus, ich brauche eigentlich kein Können, das ist auch keine Technik in dem Sinne. Also es ist einfach diese Materialien haben eine gewisse Qualität und eine gewisse Fähigkeit, die ich versuche zu nutzen. Aber jetzt, dass ich es wirklich gut verstehe, du stupfst gewissermaßen die Farbe auf das draufliegende Gewebe, so dass die Farbe dann durch das... Ich sprühe es durch. Du sprühst es doch? Ich sprühe es durch, ja. Ah, eben doch. Ah, gut. Jetzt habe ich es. Was? Sprühen. Mit einer Presse und einer Pistole, Spritpistole, genau. Sprühpistole. Genau. So. Ja, gut. Ja. Bisschen anders, aber. Wie? Also nicht so. So, hoch und runter. Genau. Warum ist das jetzt wichtig? Nee, das war das irgendwie so eine fließende Bewegung. War. Oder ist die hoch und runter ist eher eine fließende Bewegung als die quer. Nein, das entspricht halt der Hebelrichtung und der Leinwand. Ah, okay. Gut, okay. Und ich glaube, das ist jetzt soweit verständlich, oder? Oder muss man das noch deutlicher machen? Die Magie ist weg. Ja, siehst du, aber das sollten wir auch drüber reden. Wieso findest du, dass die Magie weg ist? Denn für mich steht das überhaupt nicht. Beziehungsweise andererseits ist das eine Erfahrung, die ich selber immer habe, dass ich erstmal ganz nah an das Bild rangehe und gerne wissen möchte, wie es gemacht ist, und zwar nicht nur also bei allen, fast allen Malereien, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass dadurch die Magie weg ist. Ich habe immer gedacht, dass die Art und Weise, wie die Farbe aufgetragen ist, dass die Teil des Werkes ist. Selbst wenn das eine figurative Malerei ist, selbst bei Neo Rauch möchte ich gerne wissen, wie der das eigentlich macht. Ja, aber da ist es, finde ich, anders, wenn es so eine Art Malgrund gibt. Es gibt so ein Herausarbeiten vielleicht. Das sind ja Arbeiten, die eigentlich überhaupt keine Oberfläche haben. Sie erzählen eigentlich von dieser Reise dieser Farbe durch die Leinwand auf eine andere Leinwand. Davon erzählen die, aber deswegen muss man es doch genau auch wissen. Ja, das kann man sehen. Sonst hat man die Magie überhaupt nicht. Ja, aber ich finde, das Sehen, also das, was sie haben, diese Arbeiten, was du siehst, ist
beschreiben als das, was ich jetzt sage. Ob es jetzt so ist, so. Gut, das war jetzt ein bisschen. Ja, aber das ist dann so, das ist dann so ein bisschen, ich finde, das hindert einen am Gucken, am Schauen eigentlich. Das ist immer diese Vergewisserung, wie so eine Art Rückkopplung oder Rückschau. So dieses. Heißt das jetzt, dass du auch zufrieden wärst, wenn jemandem das gar nicht bekannt würde, dass diese Werke entstanden sind dadurch, dass ein Gewebe aufgelegt worden ist und durch dieses Gewebe hindurch die Farbe aufgetragen wurde? Das wird auch so passieren, glaube ich. Was wird auch so passieren? Dass man es nicht genau, also es kann ja sein, dass wir jetzt aus dem Raum rausgehen und alle wieder vergessen haben, was ich gesagt habe. Gut, aber das passiert ganz oft. Aber nein, also mir auch. Also gut, aber komm mal, jetzt von hier, Paul, wenn ich das jetzt sehe, von hier, dann sehe ich eher vertikal orientiert so eine Art, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, solche Schlieren. Was? Ich würde sagen Schlieren, irgendeine Art Schlieren, relativ schmale und relativ präzise Schlieren. Und wenn ich aber nahe herangehe, dann erkenne ich das Raster, welches zustande kommt. Das lässt sich auch relativ gut durch den Anblick selber eruieren, das Raster, was zustande kommt durch das aufgelegte Gewebe. Genau. Wenn ich aber das jetzt nicht sehe, dass es dort eine Rasterstruktur gibt, die vermutlich durch das aufgelegte Gewebe entsteht, ich denke, dann entgeht mir wesentlich etwas von dieser Malerei und sie wird verwechselbar mit einer völlig anderen Malerei, die möglicherweise dann auch ganz andere, einen ganz anderen Diskurs benötigen würde. Ja, also das finde ich schon zwingend, zu erkennen, wie es gemacht ist und was es im Einzelnen auch zeigt. Ja, wieso? Ich sehe das jetzt, finde ich lustig, dass du sagst, dass nee, als seist du erstaunt darüber, aber ohne das, ja, wie gesagt, sonst wäre es was ganz anderes. Wirklich. Also das halte ich für, ja. Und überhaupt nicht magiefeindlich, sondern wenn Magie überhaupt, dann ist das auch magieverdächtig. Mhm. Ja, und dann bedeutet das doch auch etwas, nicht? Was bedeutet es denn, dass, und damit kommen wir eigentlich zu dem zurück, was gegen Beginn des Gesprächs du schon erwähnt hast, dass du die Sache in die Hände nimmst und dass du Erfahrung zu machen beanspruchst mit den Materialien, insbesondere mit der Leinwand selber, nicht? Und was bedeutet es jetzt, wenn auf die grundierte Leinwand nochmal Gewebe aufgelegt wird und durch dieses Gewebe hindurch gemalt wird. Was bedeutet das eigentlich? Was kann man dabei denken und was ist der gedankliche Hintergrund einer solchen malerischen Praxis? Das müsst ihr jetzt beantworten, oder? Wenn du willst. Ja. Wenn du magst. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir das mit einer anderen Arbeit. Gut, ich meine, es gibt eine Arbeit, wenn ich das ins Spiel bringen darf noch, Paul, aber du kannst auch sagen, nee, das möchtest du darüber nicht reden, weil die gar nicht hier ist. Aber es gibt meines Erachtens jedenfalls eine weitere Gruppe von Werken, die diesen Werken hier untitled eigentlich verwandt ist. Ja. Und ich denke an Arbeiten, wo du ein Stück Leinwand zu einer Fotokopiemaschine gebracht hast, Fotokopien hergestellt hast von dieser aufgelegten Leinwand und dann diese Fotokopien wiederum auf Leinwand aufgeklebt hast. Mhm. So. Ist das eigentlich jetzt schon die vollständige Beschreibung des Werkes oder gibt es da noch eine weitere Bearbeitung? Nee, das war ich jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Ja genau, das war dieser Weg im Prinzip, oder diese zwei Orte. Druckerei und das Atelier mit der Leinwand. Und es war auch diese Nähe des Bildes zu sich selbst. Ja. Ja, richtig. Ich denke, das ist doch ganz, ganz wichtig, dass die Nähe des Bildes zu sich selber oder jetzt vielleicht ist sogar
der Begriff des Bildes an dieser Stelle gar nicht so geeignet, sondern vielleicht muss man eher sagen, die Nähe der Leinwand zu sich selber. Findest du nicht? Ja. Die Nähe der Leinwand zu sich selber. Und ich selber habe das schon versucht, so zu formulieren, diese Vorgehensweise, dass, und das ist ein bisschen metaphorisch gesagt, aber es, meines Erachtens finde ich es immer noch eine ganz gute Beschreibung, es ist eigentlich so, als würde die Leinwand auf sich selber zurückgefaltet. Aber es ist nicht so, dass die Leinwand auf sich selber zurückgefaltet wird, sondern das, was ich dann schließlich als Zurückfaltung benenne, ist in anderer Form durchgeführt. Und zwar in Form einerseits des Druckes, also der Fotokopie, und das andere Mal in Form des Durchmalens. Aber jeweils ist es doch so, dass der Bildträger, die Leinwand als Bildträger, gebraucht wird, um sich selber in anderer Form noch einmal zu tragen. Oder? Ja. Ja. So ungefähr. Ja. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Da siehst du, ganz einfache Dinge sind manchmal sehr schwer zu wirklich genau zu beschreiben, aber so ungefähr. So ungefähr. Und ich, ja. Das ist ja auch dieses Spiel mit dem Zeigen. Also dass man eigentlich der Spielraum dieser Arbeit ist ja sehr, sehr eng eigentlich. Sehr eng manchmal. Ausdrücklich beschränkt, kann man sagen. Also in sich. Also eigentlich erzählen die Arbeiten erstmal nichts, was von, also nicht über nichts, was von außen kommt. Ja. Und dann wieder doch. Also das, ja. Das war dann die Feststellung. Genau. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das dann auch gesehen habe. Aber erstmal war es faszinierend, dass das Dinge sind, die wirklich bei sich sind. Dadurch auch irgendwie erstens nicht beliebig, weil damit hatte ich auch sehr viel Probleme, oder habe ich, nicht beliebig sind, ja, und dadurch ihre Berechtigung haben. Irgendwie dann vielleicht ja, so eine Lebendigkeit bekommen in der Zeit, oder? Ja, es hat auch etwas zu tun, glaube ich, mit der Radikalität, die du selber vorhin schon angesprochen hast, als wir über dein Studium bei Katharina Grosser gesprochen hast. Radikalität. Und Radikalität, jedenfalls so wie ich den Begriff jetzt verwenden möchte, das hat zu tun mit den Wurzeln, mit dem Beginn. Das steckt ja in dem Wort etymologisch gerade so drin. Radikalität heißt nicht, dass man extrem ist, sondern dass man irgendwie so dahin geht, wo die Dinge beginnen, zu den Wurzeln. Oder? Genau, Malerei, wenn es um Malerei geht, dann Leinwand, bevor alles andere passiert. Jetzt finde ich es an diesem Punkt aber ganz wichtig, daran zu erinnern, dass das, was wir jetzt gesagt haben, oder wie wir es gesagt haben, dass das möglicherweise geschichtliche Erinnerungen auslöst. Ich würde mal sagen, an malerische, künstlerische Praktiken, die man in den 60er Jahren platzieren könnte. Stichwort fundamentale Malerei. Möglicherweise sogar, was man in Frankreich gemacht hat, aber das kenne ich gar nicht so ganz gut, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich die richtige Referenz ist, Support Surface. Und da geht es darum, dass man effektiv mit den Elementaren, mit den Grundelementen von Malerei der eigenen Praxis zu tun hat. Und das hast du eigentlich auch gesagt für deine Arbeit. Also da gibt es erstmal eigentlich eine Übereinstimmung in der Beschreibung. Ja. Jetzt aber die Frage, wie unterscheiden sich jetzt deine Arbeiten, die wir jetzt beschrieben haben, die Arbeiten dieser beiden Gruppen, wie unterscheiden die sich von Konzeptionen elementarer oder fundamentaler Malerei, die man geschichtlich in den 60er Jahren lokalisiert? Aber ich weiß, was ich weiß, ist, dass es, also ich meine, das ist wieder jetzt eine Alltagserfahrung, die man hat, dass jede Generation oder jeder, also ob es jetzt irgendwie etwas wie Zerbrechlichkeit, Tod oder Liebe ist, so pathetisch das jetzt klingt, das sind ja auch Erfahrungen, die immer wieder gemacht werden. Und warum sollte das jetzt in der Kunst nicht auch so sein, dass man immer wieder über die gleichen Dinge verhandelt? Vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber das kann ich gar nicht, das würde mich.
muss ich gar nicht, glaube ich, selber benennen wollen. Darf ich einen Hinweis geben? Ja, also wenn du einen hast, dann gerne. Bitte. Denn ich meine, einerseits, meines Erachtens, gibt es ist es sinnvoll, diesen Zusammenhang herzustellen, und andererseits denke ich, es ist auch ziemlich klar, dass deine Arbeit, deine Praxis sich davon wiederum entscheidet. Denn wenn ich das richtig sehe, geht deine Praxis auf die Grundelemente der Malerei zurück, ist aber oder bleibt nicht elementar. Und in den 60er Jahren, da ging es darum, nicht nur radikal zu sein, sondern auch elementar zu sein. Hier ist das nicht elementar insofern, als dass dieses Grundmaterial der Malerei, die Leinwand, auf sich selber gewissermaßen projiziert wird, eine andere Metapher einzuführen, auf sich selber zurückgefaltet wird, noch einmal aufgebracht wird, aber nicht in der gleichen Identität. Mit einer anderen Vorgehensweise, mit einer anderen Identität. Also die Leinwand will durch ein, sagen wir mal, durch ein Bild ihrer selbst, mit einem Bild ihrer selbst bedeckt, in zwei unterschiedlichen Praxisformen. Und dadurch gibt es so etwas, meine ich, wie eine Verschiebung. Zwar eine Arbeit mit einem elementaren Element, mit einem Grundelement der Malerei, in welches aber nicht selbst identisch, sondern in Form einer Verschiebung, eines inhärenten oder eingeführten Abstandes vorgeführt wird. Anders gesagt, das Moment der Verdopplung, das sehe ich bei deiner Arbeit für zentral an. Und mit der Verdopplung ist es nicht eigentlich elementar. Es ist auch nicht mehr einfach, es ist zweifach. Es kommt ein und damit kommt auch in diese zunächst einfach erscheinende Praxis kommt ein Abstand herein, eine Distanz, eine innere Differenz, auch dort, wo mit dem Grundmaterial der Malerei operiert wird. Ich kann mich erinnern, dass du mir bei einer früheren Unterhaltung irgendwie das fast vorgemacht hast mit deinen Händen, dass es da einen Raum gibt oder eine Zone gibt innerhalb der Malerei, zu der man auch keinen Zugang hat, wo es eine Art Dunkelheit gibt oder eine Art Trübung gibt. Und das wäre sozusagen die phänomenale Beschreibung dessen, was ich jetzt, als Vorgehensweise versucht habe zu beschreiben. Ja. Vielleicht in diesem Moment ein Blick auf. Möchtest du gerne das verschwinden? Ich weiß nicht, wir unsere Zeit, selbst wenn wir Ende offen haben, geht wahrscheinlich ungefähr dem Ende zu. Schlage ich vor einen Sprung und gehen wir zu arbeiten über denjenigen, die dort ganz weit weghängen. Das ist jetzt ein kleines Format und ein anderes, was in ähnlicher Weise entstanden ist, mit einer ähnlichen Vorgehensweise, das hängt dann jetzt unsichtbar nochmal. Ja. Aber es ist ein toller Moment, weil es ein guter Vorteil ist, dass du genau das beschreibst, diese Verschiebung, die dann jetzt immer mehr sichtbar wird in der Arbeit bei mir. Es ist so, dass. Oder hast du mir eine Frage? Könntest du uns vielleicht zunächst mal mehr beschreiben, wie solche Arbeit zustande kommt, obwohl in diesem Moment genau diese Frage vielleicht weniger angebracht noch erscheint als im Hinblick auf die Anschauung. Das ist vielleicht als Bild einfach zu verstehen. Also ich habe dann aus diesen Arbeiten, die seit nicht lange begleiten, immer mal festgestellt, durch dieses Sprühen, diesen Lachs, hat sich überall im Studio so eine Pigmentschicht abgebildet. Irrsinnig viel.
das war sozusagen das Restpigment, das eben nicht mit dem Lack gebunden war und eben nicht den Weg durch die Leinwand auf die andere Leinwand gefunden hat, sondern sich natürlich überall verteilt. Das kennt man vielleicht, wenn man sprüht, dass es so einen Reststaub gibt zum Beispiel. Und ich habe dann angefangen, weißbandierte Leinwände, also ich habe wirklich angefangen, weißbandierte Leinwände auf den Boden zu legen und habe sie liegen gelassen. Und nach einer Zeit habe ich diese Leinwände genommen und sie an die Wand gegangen und bei dieser Übersetzung vom Boden auf die Wand festgestellt, dass sie wahnsinnig changieren und dass dieses Pigment halt ungebunden auf dieser Leinwand liegt und durch die weiße Bandierung eben dieses Licht anders bricht. Also es hat eine Fähigkeit, eine Stärke, die gleichzeitig die Schwäche ist. Es ist halt ungebunden. Und es war auch irre festzustellen, dass man während man eine Tätigkeit macht, gerade im Hintergrund so viel passiert. Und es war auch so der Wunsch, vielleicht auch das mitzunehmen noch. Also, weil es war wie eine Verschiebung dieser Arbeit. Es war auf einmal nicht etwas, was so in sich ist, sondern etwas, was sich verhält zur Umgebung. Auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich war sehr beeindruckt von diesen Bildern erstmal. Es sah noch anders aus, hatte natürlich keine Spuren, war es dann auch irgendwie wichtig, hatte gesagt, hey, das ist jetzt etwas, was man behüten oder beschützen muss. Man muss irgendwie tatsächlich also bewusst mit diesem Bild umgehen. Mhm. Sich darauf einigen oder verständigen, dass es diese Verletzlichkeit hat. Mhm. Also eine extreme Verletzlichkeit. Ja, also wir sehen ja heute kein Bild von Yves Klein mehr ohne Plexiglashaube, aber der hat ja wenigstens noch Bindemittel, ne, was speziell und so weiter, und trotzdem, ja, und du hast nur Bindemittel, also das liegt nur als Farbstaub, genau, das ist ungerührt, ja. Genau. So ist es. Und nach einer Zeit hat sich natürlich, also es gab den ersten Vandalismus in der Ausstellung, dass Besucher angefangen haben, diese Arbeiten zu berühren, um einfach zu verstehen, was das für eine Oberfläche ist, dieses Samtding. Ich wusste natürlich nicht, wie ich damit umgehen soll, ob das jetzt ein Totalschlag ist oder. Aber es war einfach gar nicht mehr so wichtig. Also, ich habe irgendwie festgestellt, diese Arbeit hat auch eine innere Logik, so wie vielleicht diese Arbeit. Und die Logik dieser Arbeit besteht darin, dass sie eben diese Verletzlichkeit hat. Und die muss sie auch zeigen, wir zeigen sie dann unter Umständen. Und gleichzeitig ist es etwas, was dieses Risiko, also dass man irgendwie eben das nicht so, diese Übersicht über die Dinge hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Anders als bei diesen Make-up-Arbeiten, wo man ganz klar eine Übersicht hat. Make-up, das sind diese hier, diese Kopie meint. Ah, das sind die Kopie, das Make-up, Entschuldigung. Genau. Wobei ja es sogar noch ein bisschen mehr ist. Was bei diesen Arbeiten passiert, sind nicht, sie haben nicht nur und zeigen nicht nur ihre Verletzlichkeit, sondern so wie es sich jetzt entwickelt hat, wie es gekommen ist, registrieren sie auch die Spuren von mehr oder weniger ungeplanten Berührungen. Ja, und zwar die Fingerspuren von Leuten, Vandalismus. Aber auch Spuren, die vielleicht durch nicht ganz sachgemäßes Schützen genau des verletzlichen Werkes zustande kommen, also durch Einpackfehler oder so etwas. Ja? Und ich will nicht näher wissen, ob du dann auch nicht heimlich doch vielleicht mal eine Plastikfolie drüber ziehst. Ja, und das interessiert jetzt mich nicht so, aber wenn du willst, kannst du es auch gerne erzählen. Nee, aber es ist irgendwie auch trotzdem entspannend, dann überlegen. Beliebigkeit, was ist das für ein Partner eigentlich? Oder wie gehe ich mit sowas denn eigentlich um? Also dann doch irgendwie so zielgerichtete Spuren zu hinterlassen. Ja. Also das ist so Dinge, die man erfinden kann und Dinge, die man nicht erfinden kann. Also das trifft sich in diesem. Das ist also durch all das, was passiert ist, was zunächst mal offensichtlich gar nicht geplant war, öffnet sich dann auch wieder ein Praxisraum, ein eigener Praxisraum. Wo du dann auch nicht sagst, nee, da mache ich jetzt nichts, das überlasse ich ganz und gar dem Zufall, ob und welche Spuren sich jetzt hinterlassen, sondern du, es könnte auch sein, dass du selber daran gehst und das dann auch benutzt. Ich habe festgestellt, dass es eben dieser Brochenbereich ist, der vielleicht, also nicht schmerzhaft ist, aber auch schwierig ist.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, sowieso, gehört, glaube ich, zu der Struktur gerade zu deines Werkes, dass du bestimmte Handlungen mit den einfachen Materialien unternimmst, die planst oder die auch nicht planst, dann, oder dann akzeptierst. Und, also, dass du sagst, ja, da sind jetzt Leinwände zugestaubt, ah, vielleicht könnte das eine neue Bildserie sein, eingestaubte Leinwände. Oder dass du sagst, ja, mich interessiert jetzt vielleicht nach den Arbeiten, wo, es, wo die Leinwand verdoppelt worden ist, interessiert mich jetzt eine Leinwand zu haben und die zu versiegeln mit einem transparenten Gel oder so etwas. Und eben, worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist, dass mir scheint, dass diese, diese Vorgehensweisen jeweils dir dann neue Räume nicht nur der Praxis, sondern auch der Visualität, auch der Erscheinung eröffnen, sodass dann eine solche Arbeit wie diese hier, da ist der Titel jetzt, sagst du bitte? Anna. Anna? Ich habe schon gerade gesagt, Anna. Gut, also die Idee ist, eine Leinwand mit überstrichen, mehrfach überstrichen mit einem Transparent. Ach so, nein, das ist die Flash-Offs. Das ist die Flash-Offs. Nee, das, genau, das Flash-Off. Genau. Flash-Offs sind die, die Leinwand mit Schlauch aus Anna. So scheint mir, dass in deine Arbeit auch das hineinkommt, was zunächst mal ausgeschlossen ist, was zunächst mal als primäres Interesse gar nicht auftaucht, nämlich auf der einen Seite Farbigkeit und auf der anderen Seite Duktus, Gestik. Und ich denke, Farbigkeit und Gestik, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so sagen sollte, dass das für Malerei entscheidend ist, aber ich erinnere gerne an die beiden Bildserien von Gerhard Richter. Einerseits die Farbtafeln, wo es keinen Duktus gibt, und andererseits die grauen Bilder, wo es keine Farbe gibt, aber Duktus. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie jemand als, sagen wir, zentralen Inhalt von Malerei Farbe und Duktus erklärt. Bei dir würde ich sagen, ist es nicht so. Ich denke, du gehst noch einen Schritt zurück, du fängst an mit der Leinwand zu hantieren und so weiter. Farbe und Duktus dann aber schleichen sich sozusagen nachträglich oder werden hinein akzeptiert, nachträglich als sekundäre Effekte. Und das, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich jetzt sage, dann wäre das ein anderes, eine andere Beobachtung oder vielleicht die gleiche wie vorher, dazu, wie deine Arbeit sich unterscheidet von historischen Präzedenzien, zu denen die Arbeit andererseits auch eine Nähe hat. So. Und jetzt vielleicht ein letztes Wort und dann frage ich gerne, ob es jemanden gibt, der noch etwas zurechtrücken möchte oder hinzufügen möchte oder sonst fragen möchte. Ein letztes Wort vielleicht zu dieser Serie von Bildern hier, wo jetzt, oder Gruppe von Bildern, wo drei Arbeiten, drei Beispiele.
wir jetzt schon hier versucht haben zu beschreiben? Ja, das im Prinzip war die Überlegung dann irgendwann mal, also diese Arbeiten, an denen man so hängt und die so schön irgendwie den Weg beschreiben, die Mutter habe. Ich frage, wie das wäre, eben das Herzstück Osten, kannibalisch haben wir das genannt, glaube ich. Also das eigentlich, wo muss ich vorhin so den Osten nehmen, zu schauen, was passiert da. Also das ist sozusagen die Inversion einer anderen Praxis, die Inversion der Praxis, wo es eine Arbeit gibt oder ein Tun, ein Handeln gibt mit der Leinwand, wäre hier eigentlich ein Handeln ohne Leinwand oder beziehungsweise der Subtraktion der Leinwand. Ne? Genau, und dann tritt aber die Wand jetzt sozusagen an die Stelle der Leinwand. Oder? Eine Wand ersetzt die andere. Ja. Ja. Genau, und damit passiert dann auch wieder etwas, was mir sehr folgerichtig erscheint, nämlich dass durch eine so einsehbare und auch innerhalb des Diskurses des Werkes überzeugende Entscheidung, dass die nochmals wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Nicht? Nämlich in diesem Fall genau ein Ausgreifen dorthin, was zunächst mal ausgeschlossen war, und das war auch meine Frage der Beziehung zu Katharina Grosse. Mit einmal kommt eben die Wand dahinter, an die die Tafel angelegt wird, die kommt dann ins Spiel. Nicht? Die kommt dann ins Spiel, die wird mittelfähig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zunächst mal macht man das gar nicht, wenn man die Bilder anschaut. Dann sagt man, glaube ich, sich, ja, da fehlt jetzt die Mitte oder Verlust der Mitte. Und merkt dann gar nicht, zunächst mal jedenfalls nicht, dass man aber was anderes sieht. Nicht? Das dauert einen kleinen Moment, dass man etwas anderes sieht. Aber vielleicht könnte man das sogar auch sagen, dass das auch deine Arbeit beschreibt, dass man immer etwas anderes sieht, was eigentlich gar nicht, zunächst mal gar nicht dazugehört. Man sieht die Leinwand, die normalerweise überdeckt ist. Man sieht die Vandalismusspuren, die man am liebsten gar nicht gehabt hätte. Man sieht die Wand dort, wo man aber eigentlich Leinwand sogar innerhalb des Diskurses Werkes zu erwarten gehabt hätte. Und es gibt jeweils, vielleicht könnte man das so sagen, dass sich etwas in den Vordergrund schiebt, was zunächst mal aber gar nicht angezielt gewesen ist. Gut, jetzt ich hab zwar noch Fragen, aber das wäre jetzt sozusagen das zweite Kapitel, deswegen möchte ich zunächst mal fragen, ob ihr noch Hinweise habt oder Nachfragen, nicht? Denn der Maler kommt uns so schnell nicht wieder hier her. Ja, mich interessiert die Rolle von Silber, ob dieses ich hatte ja doch gesagt, da gibt es uns etwas zu zeigen, was eigentlich nicht zum Zeigen gedacht gewesen war. Ob das vielleicht sogar auch in diesen Kontext gehört. Das ist ja nicht eine Farbe. Aber es gibt mir Licht zu sehen. Ja. Aber ich dachte mir dann, ja, wieso nicht schwarz? Aber eben, also. Ja. Kannst du was dazu sagen? Ja, es gibt ja auch die Farbe. Hat auch so viele Fähigkeiten. Das interessiert mich. Also irgendwie erscheint sie sehr weich oder abweisend, dann doch irgendwie genauer, punktuell. Dann ist es so eine Farbe, die oft draußen eben auftritt. Ich verbinde sie mit auch einer, das sieht man ja auch in so einem Straßenbild oder so Tags oder Graffiti. Das ist schon was Aggressives eigentlich, was eigentlich auch so ein Vorgang des Durchdringens einer anderen Membran geähnelt. Irgendwie zieht mich das an. Ich habe da, für mich eröffnen sich da eben auch bestimmte Bereiche, die anziehen sind die Arbeit. Das ist ein bisschen, es klingt doof, aber so ein bisschen rougher wirkt innerhalb so einer. Ja. Ich hoffe, das war. Ja, aber eben das Changieren, das nicht fassen können, das sich entziehen, so einer Abbild, also dass man.
Ja, ist immer alles gleichzeitig, glaube ich. Ich könnte das jetzt nicht so einfach so trennen. Also diese Arbeit ästhetisch haben mich natürlich auch angezogen, weil sie auf einmal all das hatten, was ich mir so von Malerei gewünscht habe, sondern flach, sondern irgendwie, es waren so gegenständlich so sehr und dann doch irgendwie nicht. Also sobald ich anfange, selber mit den Dingen zu reden, zu sprechen während der Arbeit, oder eben, dann merke ich, dass ich irgendwie das was Gutes ist für mich. Und das was nützt. Auch wenn es mich abschreckt, also auch diese glatten Flash-Haus, das eben all, also das war wie so eine Antwort auf diese Staubing-Geschichten, wo alle gefolgt, also wo man irgendwie, warum ist das jetzt nicht versiegelt, warum ist das nicht fest, warum. Da hast du jetzt die Arbeit, die fest. Abwaschbar. Die ist abwaschbar, ja. Ilona. Ja, ich sehe die Arbeiten zum ersten Mal und nicht lange. Ich war ja schon vorher da und ich habe mich wirklich sofort gefragt, wie sind sie gemacht? Weil es schien mir, es fehlt immer etwas auf der Oberfläche und das habe ich, wie der Ulrich auch nachgefragt hat oder wenn ich in den Raum gestellt habe, das ist sehr wichtig. Aber ohne zu wissen, wie es gemacht wurde, denke ich im Nachhinein, man kann etwas erfassen von diesen Fehlern. Und jetzt nachträglich während dem Gespräch hat es mir so gedämmert, dass diese Bilder für mich eine Ganzheit verloren haben, zugunsten von etwas anderem. Vielleicht eine Ganzheit, weil zum Teil diese Distanz eingeführt ist in der Berührung oder in dieser Nicht-Identität, Frage-Identität. Oder in dieser Nichtpermanenz, dass da eine Ganzheit, die man sonst vielleicht anstrebt, wo sich wirklich etwas niedergeschlagen hat, etwas fassbar wird, etwas einholbar wird, dass du es da schaffst, eine Situation uns zu zeigen, wo man in diesem verweilen kann, in dieser Nicht-Ganzheit. Ob es vielleicht eine neue Ganzheit ist, das ist vielleicht eine Frage, ich weiß es nicht, muss man ja nicht das nochmal auf dieselbe Art benennen, aber ich finde das sehr schön, diese Erfahrung, die ich mit diesen Bildern machen kann, neu. Vielen Dank. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal das beschreibt, was ich angesprochen habe, versucht habe anzusprechen. Ja. Mit der Beziehung zu der Malerei oder den fundamentalen Praktiken der 60er Jahre. Ne? Ich glaube, das hast du jetzt sehr schön nochmal als Erfahrung sozusagen geschrieben. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich was fehlt in deinem Schreiben, aber es ist meine Erfahrung. Ich gebe das dem Künstler zurück. Gut. Ja, Susanne und Andreas, ihr habt ja bestimmt viele Fragen. Berufsbedingt sogar. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Galeriebesucher da seine Fingerspur hinterlässt, was dann? Wir sind so schnell. Ihr seid so schnell. Dass wir den vorher zurückhalten. Nein, ich denke, was bei diesen Arbeiten wichtig ist, ist, dass es nicht eine Absicht dahinter hat, Spuren zu hinterlassen. Also, wenn etwas passiert, ich glaube, das ist, was du als die Geschichte und dieser oder auch die Zukunft dieser Bilder eigentlich akzeptierst. Das ist ein offenes, also das Konzept ist sehr offen, es kann sich weiterentwickeln oder weiterentwickelt werden, aber was, glaube ich, nicht die Meinung ist, ist, dass es mit Absicht, also dass jemand jetzt Shit reinschreibt oder ich weiß nicht was. Aber ist eine Idee, vielleicht für die nächste Ausstellung. Genau. Du wirst schon sehen, Andreas. Nee, das stimmt. Also ich würde jetzt keine Anleitung oder so eine Ausanweisung für so ein Bild rausgeben wollen. Shit, aber das wäre interessant, weil das wäre ja in dieser Form wird sehr viel über diesen Ort sagen. Das würde dann tatsächlich als so eine Art Seismograf des Ortes funktionieren. Das finde ich gut. Unabhängig
Ja. Es war doch interessant, weil eigentlich hängen diese Arbeiten immer, diese geschlossen. Und diese Arbeiten waren immer etwas, was in der Bewegung war. Also das ist weder recht an der Wand noch, also es steht ja vor der Wand immer. Und hier war es irgendwie beim Aufbau schön festzustellen, dass man dann wieder so eine Art Schritt wieder zurück macht mit diesen Arbeiten und die jetzt auf den Boden stellt. Das war für mich einfach ein schönes Spiel, also dieses zu sehen. Oder diese Arbeit an der Fensterfront, so eine Arbeit, die diesen Spagat zwischen diesem rohen Material und dem Glänzen macht und sowohl irgendwie einen Einblick als auch einen Ausblick öffnet. Naja, also der Raum hat natürlich seine Möglichkeiten und natürlich auch begrenzt irgendwo. Hilft dir das? Nee, fies nicht, aber das ist, wie gesagt, zweites Kapitel. Ganz zu Anfang hast du es irgendwie am Vorbeigehen erwähnt und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, aber ich möchte es trotzdem nochmal gerne sagen, dass nämlich deine ganze Arbeit hat, glaube ich, sehr viel mit Berührung zu tun. Auch wenn es keine Berührung ist, ja. Berührung. Ja, bei den Anna-Arbeiten ganz klar, wie diese Spuren, das sind Spuren von Berührung. Ein Finger von jemandem oder ein anderes Material hat das berührt, diese Pigmentschicht, war direkt daran. So. Und das merkt man auch, das sieht man, das ist erkennbar, eine Nähe hier eine Rolle gespielt hat. Und diese Nähe spielt auch, würde ich sagen, eine Rolle bei den anderen Arbeiten, bei der Arbeit, wo ein Gewebe aufgelegt wird und durch das Gewebe hindurch gesprüht wird. Das hat oder auch die anderen Arbeiten, die jetzt nicht gezeigt sind, wo Gewebe auf einen Scanner aufgelegt wird und gewissermaßen abfotografiert wird. Das sind alles Praktiken der, sag mal, direkten Übertragung. Und das nennen wir Berührung, direkte Übertragung. Im Unterschied zur Visualität. Visualität als verstanden als eine Beziehung, die auf die wir entfernen.
fixieren zwischen deiner Arbeit und der von Katharina Gross und sagen, deine Arbeit hat eher mit Berührung zu tun und ihre Arbeit ist visuell strukturiert auf Entfernung. Funktioniert auf Entfernung. Deine Arbeit funktioniert durch Nähe, ihre Arbeit funktioniert durch die Überbrückung von Entfernung und Distanzen. Ja, schon gut. Bringt mich nicht aus dem Konzept. Aber ich will hier Gelegenheit sehen, weil jetzt einzuteilen. Es gab zum Beispiel diese Gruppe, ja, es ist schade, dass wir jetzt diese Arbeiten hier nicht haben und ich habe keine Abbildung dabei, aber diese Make-up-Arbeiten eben, wo klar, eigentlich habe ich gedacht, dass ich eine Arbeit habe, die eben frei von Berührung in dem Sinne ist, dass ich es schaffe, irgendwie bevor es zu einer Berührung kommt, etwas festzuhalten. Und da fing schon das Problem schon an. Ich habe festgestellt, dieser Moment, wo etwas festgehalten wird, selbst wenn es ein Foto ist, ist eine Form der Berührung, dieses Greifen. Und deswegen war das Atmen. Natürlich habe ich diese Papiere dann halt auf die Leinwand geklebt. Es war sehr eigentlich, es ging nur um Berührung, obwohl ich immer geglaubt habe, dass für eine Arbeit, die rein visuell etwas festhält oder zeigt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Nähe mir näher ist als die Ferne, oder dieses... Eine optische Visualität. Ja, aber auch die, wie gesagt, die Nähe der Arbeit zu sich selbst, das ist das Entscheidende eigentlich. Auch so diese, vielleicht diese etwas jetzt nicht spektakuläreren, aber diese Klebe-Flash-Out-Arbeiten, da gibt es halt in diesem Gewebe, also die werden von beiden Seiten geklebt und irgendwie spielt sich tatsächlich alles zwischen den Phasen des Klebers ab, also diese ganze Struktur, dieses haptische. Ja. Naja, und das, selbst wenn man das Kaffee noch diskutieren kann und auch darf und vielleicht sogar sollte, wie das ist, das Verhältnis zwischen Berührung und Sichtbarkeit. Dieses Moment der Berührung, der Nähe ist da, oder? Zumindest in der Art und Weise, wie diese Arbeit gemacht wird. Dieses Zurückkommen der Arbeit auf sich selber. Und fast könnte man ja sagen, die Herstellung auch eines geschlossenen Kreislaufes, der aber, und das charakterisiert ein Werk, glaube ich, der dann auch immer aber irgendwie ausgewuchtet ist oder wie eine Unwucht hat, dieser geschlossene Kreislauf, sodass zentrifugale Momente mit in den geschlossenen Kreislauf hereingezogen werden können. Ich finde, das ist auch interessant zu diskutieren in der Situation, in unserer gegenwärtigen Situation, wo eine ganz andere Form von Bildproduktion immer mehr um sich greift und immer mehr prominent ist. Nämlich eine Bildproduktion, die nämlich gerade nicht diese Kreislaufform hat, diese Form der Selbstbezüglichkeit, sondern die zu tun hat mit Kommunikation, mit Vermittlung von etwas, was nicht hier ist, was ganz woanders ist. Sei das jetzt die dauernden Filmchen, die gemacht werden und so weiter und geteilt werden oder künstlerischen Arbeiten, die gemacht werden, aber eigentlich sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um ganz was anderes. Nicht da sind alle Arbeiten, die sagen eigentlich, wenn ich das so primitiv mal sage, nee, es geht gar nicht um irgendwas anderes, sondern es geht genau um mich. Und es geht um mich und it's about me and I and me. Ist auch das Grund, es geht um das Gleiche, um das Identische und um die Abweichung vom Gleichen, aber es geht nicht um etwas außerhalb und so. Und das wäre dann jetzt meine Frage, was bedeutet das, wenn man ein solches Werk macht, was diese Struktur hat, in einer gegenwärtigen Realität, die dominiert ist durch einen ganz anderen Typ von Wirklichkeit? Das ist die Frage. Also was bedeutet
des Publikums. Ist nicht das pure Gegenteil zu einer dominierenden Bildpraxis, die permanent vermittelt und permanent Distanzen hat. Das ist nicht das pure Gegenteil. Und das ist dann, da wird es dann wirklich interessant zu sehen, in welcher Form hat diese Arbeit Teil an solchen heutigen Formen der Bildlichkeit und in welchem Maße weicht diese Arbeit ab davon. Und dann schließt ja und was bedeutet das? Aber eben, diese Frage versuchen wir jetzt heute, glaube ich, nicht mehr zu beantworten, obwohl man ja auch, wenn ihr noch Lust habt, noch anfangen könnt. Nein, machen wir jetzt nicht. Andrea ist einverstanden. Gut, ja. Und du schenkst jetzt den, du waltest jetzt deine eigentlichen Aufgabe, nämlich den Wein auszuschenken. Mach ich doch. Ja, genau. Gut, danke.